Mein Name ist Lukas Lehmann von Prozesstechnik Online. Ein weiterer Gast ist in unser kleines Studio auf der Pautech Technofarm gekommen. Ich begrüße jetzt Peter Meyer. Er arbeitet seit 15 Jahren bei der GEMÜ GmbH. Als Leiter des Fachbereichs Automatisierung ist Herr Meyer für Sitz- und Regelventile sowie das elektronische Zubehör verantwortlich. Guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Lehmann. Auf der Pautech Technofarm stellt Ihr Unternehmen die handbetriebenen Schrägsitzventile GEMÜ 505 sowie die pneumatisch betriebenen Schrägsitzventile GEMÜ 555 vor. Diese Ventile wurden für den Einsatz in Reindampfsystemen entwickelt. Ich könnte in diesen Systemen auch ganz herkömmliche Membranventile, Kugelhähne oder Klappen einsetzen. Herr Meyer, was prädestiniert Ihre neue Ventilbaureihe für den Einsatz in diesen Systemen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben die Vorteile eines Schrägsitzventils verknüpft mit einem Ventilkörper, der unter Sterilbedingungen entsprechend bearbeitet wurde. Das heißt also Sterilventil auf der einen Seite, die Vorteile des Schrägsitzventils auf der anderen Seite. Im Gegensatz beispielsweise zu einem Kugelhahn haben wir hier sehr, sehr kompakte Antriebe zur Verfügung, die sich dort eben in der Kompaktheit entsprechend positiv auswirken. Das ist die eine Geschichte. Die andere Seite für den Anwender ist, wir können sehr gezielt, sehr sanft den Dampf in die Rohrleitungssysteme einleiten. Die Schrägsitzventile sind nach den Richtlinien des Hygienikdesigns konstruiert. Herr Meyer, nennen Sie bitte wesentliche Eigenschaften Ihrer neuen Ventile, an denen diese besonderen Konstruktionsprinzipien deutlich werden. Wie ich schon sagte, der Ventilkörper ist entsprechend bearbeitet worden mit sehr, sehr, sehr guten Oberflächen bis 0,4 μ. Wir haben ein sehr gutes Design gewählt für die Ventiltellerbefestigung. Sie ist verschweißt und wird entsprechend poliert. Unsere Abdichtung Richtung Antrieb erfolgt über einen Faltenbalk. In der Produktinformation zu Ihrer neuen Ventilbaureihe steht, dass GEMÜ Oberflächenrauigkeitswerte von 0,4 Mikrometer nicht nur produzieren, sondern auch reproduzieren kann. Warum legen Sie auf diesem Unterschied so einen großen Wert? Ja, das ist richtig. Wir haben bei diesen Oberflächen bisher von Standardventilen gesprochen, die in der Gussqualität entsprechend später bearbeitet werden. Das heißt, es wird nachträglich nach dem Gießen drüber poliert. Die Oberflächenfehler, die in so einer Gusshaut stecken, werden freigelegt und sind eigentlich für diese Bereiche nicht hundertprozentig geeignet. Wir haben entsprechend viel Material draufgepackt, um mechanisch komplett durcharbeiten zu können. So sind sie entsprechend dann auch in der Qualität reproduzierbar. Also Qualität ist kein Zufallsprodukt, sondern Qualität ist reproduzierbar, meinen Sie damit? Genau, das ist richtig. In welchen Nennweiten bieten Sie die Schrägsitzventile der Serien 505 und 555 an? Von DN8 bis DN80. Und welche Anschlussarten sind möglich? Wir haben Schweißstutzen nach DIN 11866, Reihe A, B, C, sprich DIN-Anschluss, ISO-Anschluss und ASME-BPE. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Temperaturbereich, in dem die Armaturen, in dem die Ventile eingesetzt werden können. Wie heiß oder wie kalt können die Medien sein, mit denen Ihre neuen Ventile in Berührung kommen dürfen? Es sind Reindampfventile bis 180 Grad zugelassen. Bei den mediumsberührten Teilen der Ventilserie 500, Serien 505 und 555 garantiert GEMÜ Rückverfolgbarkeit. Was heißt das und warum ist die Rückverfolgbarkeit so wichtig? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt im Pharmabereich oder auch im Foodbereich, Materialien rückverfolgbar zu gestalten. Wir können alle 3.1 Zeugnisse für unsere mediumsberührenden Teile gewährleisten, sprich Ventilkörper, Faltenbalk, Spindel und alle Dichtungen. Nicht nur 3.1 Zertifikat für das Material, sondern auch USP-Zertifikate Classics. Gibt es diese Zertifikate automatisch oder muss man die dann besonders anfordern? Die gibt es automatisch dazu. Ist obligatorisch für diesen Bereich rückverfolgbar eben zu gestalten. Ventile ohne Schmutzecken, das war das Thema der letzten Minuten. Vielen Dank, Herr Meyer, dass Sie Zeit für ein Interview mit Prozesstechnik Online hatten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine erfolgreiche Pautech Technofarm und viel Spaß hier in Nürnberg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lehmann.